Konferenz bitten. Sehr gerne. Auch. Mein werter, sehr gerne. Werter Kollege aus Österreich, mein werter Kaiser aus Österreich. Zu welchem Datum denn? Geniestreich in Nordamerika. Wann würde es denn passen? Jetzt. Begeben wir uns doch auf den Weg. So, nun denn, wie war das denn, Herr werter britischer Lord, größter aller großartigen Herrscher des britischen Empires? Ich habe sie gefragt, ob sie meinen politischen Akt, mein politisches Theater, das ich über Jahre aufgebaut habe und wie eine rohe Pflanze gehegt und gepflegt habe, bis sie in voller Blüte erwachte. Ich habe mich der Kommunisten enteignet in meinem eigenen Land und besitze jetzt mehr Landschaften, der deutsche und der österreichische Kaiser zusammen. Wirklich? Das britische Empire. Oh, Kanada wurde erobert. Aber auf politischem Wege, wenn ich das recht sehe. Da möchte ich natürlich gratulieren. Das ist natürlich eine enorme Leistung. Danke, danke. Dürfte ich anfragen, weswegen das indische Kaiserreich militärischen Zugang zum britischen Empire besitzt? Wir machen gemeinsame militärische Übungen. In London. Gegen Kommunisten. Schon wieder in London. Und Antiterror-Einsätze werden geübt, weil wir vermuten einfach mal, dass auch die Terroristen sich über die Welt ausbreiten werden in naher Zukunft. Und auch ein Land, ein so wunderschönes Land wie das indische Kaiserreich nicht verschonen werden. Deswegen haben wir die indischen Truppen natürlich aus gutem Herzen nach Britannien eingeladen, weil wir schon so viel Erfahrung haben mit Antiterrorismus. Deswegen große Manöver werden sie durchgeführt im Land. Große Manöver. Dann wünsche ich natürlich sehr viel Erfolg. Vielen Dank. Ich möchte einmal kurz darauf hinweisen, dass Irana Schmähdepeschen nach Wien gesendet hat, um die Cousine des Kaisers zu entehren. Das könnte natürlich nicht unbeantwortet gelassen werden und deswegen muss... Wie wir bitten die Beweise? Die Beweise werden von meinem Kekse- und Brezelfutternden Kollegen und Fernsehguckenden Kollegen zugesandt, der sich immer noch keine Mute-Taste zugelegt hat. Insistiere, dass dies sofort geschieht. Also ich weiß ja nicht, wie die Herren das hier sehen in der Runde. Auch Japan natürlich mit einbezogen in diese Entscheidung, obwohl es so fern liegt, Japan, dass man sagen könnte, dass es am Arsch der Welt liegt. Aber dennoch ein wichtiger Partner hier in der doch globalen Gemeinschaft. Ich beobachte die Ausbreitung des österreichischen Kaiserreichs und des deutschen Kaiserreichs etwas mit Sorge. Zuerst wurde versucht, obwohl natürlich vielleicht berechtigterweise gegen die Ukraine etwas Stimmung zu machen, jetzt wird hier Tirana bzw. das arme kleine Albanien durch den Kakao gezogen. Ich weiß es nicht. Also ich gebe eine Augenbraue. Ich möchte nochmal die Herrschaften daran erinnern, an das Theater mit Spanien, das wir zum Glück abwenden konnten mit einer gemeinschaftlichen Aktion. Sagen wir so, wäre die Intervention früher erfolgt, dann hätte es keinen derart großen Krieg und natürlich auch das Scheitern einer ehemals großartigen kleinen Nation wie der Schweiz gegeben. Nun muss man sagen, glücklicherweise hat sich das Schlimme zum Guten gewandt und die Schweizer Bevölkerung darf nun in Sicherheit im Kaisertum Österreich aufgehen und dort in Frieden leben mit dem starken Bruder, dem deutschen Kaiserreich, und nie wieder eine schreckliche Zeit erleben. Aber die Monarchien haben gewarnt und es wurde in den Wind geblasen, die Warnung. Und dann kam Frankreich und Italien mit der Kriegserklärung. Auf Messerschneide. Irgendeiner hat auch ziemlich starke Nebengeräusche, während wir hier unsere Verhandlungen führen. Nun denn, ich habe diesen gemutet. Es ist anscheinend der Amerikaner. Das müsste Herr Seku sein. Deswegen, Der Amerikaner tut aber Geschirrklappern im Hintergrund haben. Und Fernsehen und irgendwelche anderen Geräusche. Oder Fernsehen, und das muss man leider hören.
Deswegen. Jetzt möchte er sich bitte auf Push to Talk machen. Sollte der Amerikaner das Wort an mich richten, so möget ihr mir doch mitteilen, wenn das der Fall ist. Damit ich ihn endlich. Alles klar. Kann. Vielen Dank. Vielen lieben herzlichen Dank, meine lieben Kollegen. Werden wir es nicht vergessen? Natürlich, natürlich. Wie sieht es denn nun aus mit der Volksrepublik Ukraine? Wurden hier etwaige Depeschen erhalten? Kriegsziele sind fingiert, aber und rechtfertigt wieder gegen die Krim ein drittes Mal. Dies ist doch wie ein Faustschlag ins Gesicht. Definitiv. Ich würde meinen österreichischen Kollegen noch mal kurz zu einer Konferenz bitten. Unter anderem habe ich irgendwas von Albanien gehört und würde mich da mal rückversichern wollen. Natürlich, natürlich. Treffen wir uns dieses Mal in Prag, eine wunderschöne zeitgenössische Stadt. Im Kommen. Definitiv. Nun denn. So, was hat sich denn ergeben und was ist mit Albanien? Also, das war nur ein kleiner Vorwand, eine kleine Flunkerei für den Briten. Die Konferenz mit dem Russen war sehr ergiebig. Die Ukraine wird aufgeteilt zwischen dem Deutschen Kaiserreich und der Sowjetunion durch den Fluss, durch Kiew. Und im Moment hat weder das Deutsche Reich bzw. die Sowjetunion bekundet, Interventionspläne gegen den anderen zu haben, wenn man es so ausdrücken möchte. Sehr gut. Ich glaube, die Sowjetunion hat Angst vor dem indischen Kaiserreich, zu Recht. Könnte gut sein. Also alles im Allen eine sehr positive Konferenz mit unseren Kollegen im Osten. Ausgezeichnet. Dann würde ich, britische Union wurde annektiert, dann würde ich vorschlagen, dass nach dem Umbau der Armee beim Kaisertum Österreich eine Ausdehnung im Süden nichts mehr im Wege steht über Großbulgarien und auch Königreich Griechenland etc. Und dann die Osmanische Republik vielleicht in einem späteren Schritt, wenn sich ansonsten nichts tun würde. Ich glaube, das britische Empire kann nicht mehr machen als zu drohen. Der Amerikaner ist weit weg. Und, definitiv. Nur ich möchte das Vereinigte Königreich in unser Reich eingliedern, um Gibraltar. Das wäre natürlich ideal, ja. Spanien wäre auch eine Option. Ist noch nicht von der Agenda, aber Spanien hat sehr viele Armeen, sehe ich gerade. Definitiv. Da müssen wir gut aufpassen. Ja, das wäre ein Test für die umgerüsteten Armeen. Ja, momentan bin ich bei 24 umgerüsteten Extremdivisionen. Und ich möchte kurz darauf hinweisen, dass in 100 Tagen die erste Atombombe produziert wurde. Oh, welche wunderbare Erneuerung. Ich möchte nachwerfen, auch das Kaisertum Österreich forscht in 205 Tagen, also zu 30% ist der Atomreaktor erforscht. Danach natürlich erst die Atombomben. Aber Gratulation an die extreme Ingenieursleistung. Definitiv. Das sollte jeden Angreifer abschrecken können. Wie sieht denn der Stand der Dinge aus? Besitzen andere Länder ebenfalls Kapazitäten für Atomwaffen oder können wir uns da in Vorreiterposition zurücklehnen? Ich denke, das britische Imperium hatte keine Chance, irgendwas in diese Richtung zu erforschen. Und ja, gute Frage. Das bedeutet, wir haben eine Vorreiterstellung, das ist ausgezeichnet. Im Moment definitiv. Wie lange diese anhält, ist eine andere Frage. Ja. Stimmt. Nun denn, also der Plan steht, extrem Infanteriedivisionen werden ausgebildet, 50 an der Zahl und dann eine extreme. Also
eine mobile Einheit mit Selbstfahrlafetten für den Durchbruch. Alles andere versuche ich über die Flugzeuge zu regeln, die ich noch versuche zu spammen und mit luftnaher Unterstützung. Dann sollten wir das vielleicht hinkriegen. Ja, und ich bin im Moment auch noch an der Erforschung taktischer Bomber mit sehr großer Reichweite. Sehr gut. Um auch eine entsprechende Wirkung erzielen zu können. Ausgezeichnet. Die Frage ist nur, wollen wir andere Länder wissen lassen, die irgendwann Atomwaffen besitzen könnten oder haben? Nein, besser nicht. Jetzt, in diesem frühen Stadium der Produktion und wo wir nicht wissen, wo unsere Feinde und wo unsere Freunde sitzen, ist es besser, dass wir ein Ass im Ärmel behalten, um quasi dann in einem Überraschungsangriff die feindliche Stabilität zu vernichten, somit auch das Land. Moskau ist nah, Moskau sollte erreichbar sein, vor allem aus Kiew, dann mit den strategischen Bombern oder auch mit Raketenangriffen. Und auch britische Empire. Definitiv. Und strebsam wäre ein Außenposten in Südamerika. Wir besitzen einen Außenposten in Südamerika, in der Nähe der niederländischen Niederlassungen, direkt angrenzend an Brasilien. Sehe es gerade. Somit wäre Washington auch in Reichweite. So ist es. Ich könnte Verde da einen Flughafen ausbauen und einen größeren Marinestützpunkt. Ah. Okay. Zusätzlich besitze ich einen Außenposten in Indien, wie vielleicht bekannt ist, die glorreichen Frauen von Puducherry. Definitiv. Ja, meine Gebiete in Asien wurden leider an China zurückgegeben. Aber sollte das mit UK klappen, hätten wir Australien bzw. Teile von Australien und hätten so auch einen Außenposten dort. Sehr gut, ich sehe, unser Traum vom Weltreich nimmt Form an. So soll definitiv es sein. Nun gut. Das wäre dann alles. Ich danke mich für diese Konferenz. Sehr fruchtbare Konferenz. Einen guten Heimweg. Vielen Dank, das wünsche ich auch. Wir sind zurückgekehrt. Gab es etwaige Differenzen unter den Bündnis unter den neutralen Partnern hier während unserer Abwesenheit? Wir haben festgestellt, dass Argentinien Fragezeichen über seinen Kopf hat. Au. Oh. Wurden die Wahlen schon wieder durchgeführt, Herr? Juan. Argentinien hat jetzt tatsächlich die Königskrone für sich entdeckt. Wunderbar, wunderbar. Kann das Kaisertum Österreich irgendetwas Gutes tun für das Königreich Argentinien? Moment wüsste ich nicht was, aber ich werde gerne darauf zurückkommen. Sehr gut, sehr gut. Ach, eine entspannte Runde. Spannter Abend. Schön. England ist groß und mächtig. Man muss aber bedenken, Kanada muss jetzt zwei Gebiete. Oh. Nice. Das heißt, wir haben jetzt nach langer Zeit einen Bündnispartner für die Guardians of the Galaxy, nachdem China sich ja wortlos bedingt hat. Dank dem Deutschen. Hört, hört. Der Faschismus. Hey, Kanada hat sich dem britischen Empire angeschlossen. Ja. Das merkst du. Sehr interessante Entwicklung. Dass sich Kanada den Briten angeschlossen hat, ist aber schon eine Weile her, ne? Ja, mein Außenminister ist nicht auf dem neuesten Stand. Ich merke das schon. Hatte man gerade ein wenig gemerkt, ja. Ah, natürlich. Ah, schon wieder, ja. Nummer 9.
die britische Union. Roten. Das sind die Roten. Ach, immer noch da unten, okay. Zentralafrika. Aber ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Es war doch Krieg. Ja, vor allem... Wurden schon besiegt, das ist das. So. Wurden besiegt und sind wieder aufgestanden. Die britische Union verfügt über keine einzige Division. Mir fällt auf, und das mit Wohlfallen, dass es sehr viele Kaiserreiche und Königreiche gibt. Auch in Afrika, das Kaiserreich von Abyssinien, möchte ich anmerken, eine Monarchie mit einem stolzen Herrscher mit sehr viel Lametta. Dalassi, Königreich Arabien. Sehr viel Lametta. Mit 85 bis 221 Divisionen laut meiner Agenten. Das ist Wahnsinn, oder? Was für ein Empire? Schlechten Eltern. Das Kaiserreich Abyssinien in Afrika. Wo ist das denn? Unter Helschas. Eventuell auch bekannt als... Weiß ich nicht. Ja, genau. Genau so ist es bekannt. Mit der Hauptstadt Addis Abeba. Problem ist, ich sehe es halt immer noch nicht. Es nennt sich sonst im normalen Fall doch, Ich kenne keinen normalen Fall. Äthiopien. Achso, naja gut, bei mir steht da Äthiopien Empire. Ach, Kaiserreich von Abyssinien, ja. Ist... Natürlich sprechen wir eine andere Sprache. Liegt vermutlich daran, dass ich das Spiel auf Englisch habe. Das habe ich nicht bedacht, werter Maharaja. Fürs nächste Mal wissen Sie es besser. Das stimmt. So, die Herren. Wie sieht denn jetzt Ihr Vorgehen aus? Beziehungsweise die Herren Österreich und Deutschland. Deutsches Kaiserreich, österreichisches Kaiserreich. Was planen die beiden Herren denn? Bezüglich was? Übrigens Ihre Aussage, ich weiß nicht, wer es ausgesagt hat. Ich glaube, der russische Präsident, nein, der Volksführer, war es, dass es wir jetzt eine erstes Bündnis in diesen Zeiten haben, das stimmt nicht ganz, denn ich möchte daran erinnern, dass das österreichische Kaiserreich mit dem Deutschen immer noch verbündet ist. Ich habe auch gesagt, dass die Guardians of the Galaxy jetzt wieder einen Bündnispartner haben. Und übrigens, die Guardians of the Galaxy sind auch nur ein Reihen des Verteidigungsbündnisses, sonst würde doch nicht die Guardians stehen. Wir verteidigen sonst so. Sonst würde es die Attacker of the Galaxy heißen. Oh, die Attacker of the Galaxy, ja. Das macht Sinn. Lied. Ah, ist also der kleine Krieg. Genau, der kleine Krieg, um die Eingliederung, um die Schmähbriefe zu rächen und Albanien wieder einzugliedern. Tatsächlich fragt Albanien mich gerade, ob es den Guardians of the Galaxy beitreten möchte. Oh, das wäre eine schlechte Entscheidung. Kann ich einmal kurz bitte auf die Sonne anhalten? Vielen Dank. Müssen nämlich ein paar wichtige Geschäfte getätigt werden, wie die Propaganda. Ich habe eine Frage an den großartigen Maharaja von Indien, der da hingegen natürlich schon Erfahrung sammeln könnte. Wenn Kriegswirtschaft umgeschalten wird, verliert man dann die Mehr-Kind-Politik? Ist das möglich in dieser Kombination? Wenn das Haben der Vier-Kind-Politik das Haben der Kriegswirtschaft ausschließt, dann ja. Oh, sobald die Kriegswirtschaft angeschaltet wird, ist die Mehr-Kind-Politik hinfällig, da das Gesetz für Detail oder Kriegswirtschaft nicht besetzt werden. In dem Fall würdest du dann auf das nächstmögliche gute Gesetz, was in dem Fall so sagen darf, auf nicht reformierte Familienpolitik wäre. Das ist quasi der Standard. Oder? In dem Fall, ja. Ach, das ist natürlich eine schlechte Idee. Dann. Das ist natürlich gar nicht gut dann. Nun dann. Oh mein Gott, ich bin dran. Auf der anderen Seite muss man sich die Frage stellen, ob es die paar Mann im Monat mehr oder weniger am Ende wirklich ausmacht.
Nun denn, es sind dann doch doppelt so viele. Von wie viel? Wenn es doppelt so viel als vier sind, ist es auch nicht viel. Ja, also es wären dann anstelle von 3.500 7.000 monatlich. Sind dann 70.000 im... Die Frage ist halt, ob sich das lohnt, wenn man gegensetzt, wie viele Fabriken man dann mehr hätte. Das stimmt, ja. Ja, Maharaja ist weise und ein guter Freund. Der Maharaja wiegt immer alles ab, solange bis er nicht mehr kann, und dann muss er kurzfristig eine Entscheidung treffen, eine unüberlegte. Oh, das ist natürlich, das ist nicht schön zu hören. Will der Maharaja andeuten, dass das Bündnis mit Großbritannien eine solche Entscheidung war, beziehungsweise mit dem britischen... Also, ja, das ist ein reines Schutzbündnis. Ich höre hier irgendwo Wellen in den Raum klatschen, anscheinend hat irgendjemand ein geplatztes Rohr bei sich. Oh. Ich glaube, einer der Führer ist dem Alkoholismus hingefallen. Moment, was? Ich dachte, wir sind auf Pause die ganze Zeit. Nee, es ist... Wie sieht es denn aus, Herr deutscher Kaiser? Ich gucke über die Weltkarte, weißt du, gucke, hä? Ich hab die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass ich drücken kann, dass die beitreten. Natürlich wurde so schnell erobert, dass, naja, dass nicht alle Veränderungen... Weil man natürlich auch sofort den Kriegsplan umsetzen muss, anstatt nur die Grenze zu halten und den Kopf anzumachen. Ja, das... ich würde den sowjetischen Führer zu einer Konferenz einladen. Dürfte ich dem vorgreifen und kurz bitten, den Maharaja die Sonne leicht zu verlangsamen und dem sowjetischen Führer eine Konferenz davor anzubieten? Dem würde ich nachkommen. Der würde nachkommen, ja. Am besten wäre es sofort. Und vermutlich der sowjetische Führer. Weil der japanische Führer zuerst gefragt hat. Die wollen Krieg führen. Dringlichkeit ist anscheinend gegeben. Was wird hier wieder ausgehängt? Vor allem, da ich die Zeit nur angemerkt habe. Anscheinend ist der japanische Führer dem sowjetischen Führer nicht ganz so wichtig. Oh, muss er einmal kurz die Zeit, die Welt anhalten. Was? Ich möchte diesen Angriffskrieg nicht gutheißen. Was ist geschehen? Werde mich an keinem Angriffskrieg beteiligen. Deutschland und die Sowjetunion haben der Ukraine den Krieg erklärt. Das sind widerrechtliche Absprachen hier. Darüber hatte ich keine Kenntnis. Ich auch nicht, da wird... Gut, in diesem Fall werde ich 10 Freiwilligendivisionen in die Ukraine schicken. Österreich, das Kaisertum Österreich ist ebenfalls nicht am Krieg beteiligt, möchte ich auch sagen. War es Absicht, dass die Sonne angehalten wird? Ja, das hat das Kaisertum Österreich gemacht, weil es doch sehr überrascht war von... Ja, Japan ist ebenfalls überrascht. Dann bitte ich eine Sekunde um Verzeihung. Oh je. Spannend. So, die Freiwilligen sind unterwegs, meine Herren. Also ich diskreditiere den deutschen Kaiser und auch den sowjetischen Anführer, denn es bestand keinerlei Notwendigkeit, die Ukraine in den Krieg zu stellen. Die Ukraine hat sich weder an Kriegsgebaren gewusst, noch hat sie irgendwelche territorialen Überschreitungen begangen. Nichtsdestotrotz dürfte ich die hier sitzenden Mitkaiser darum bitten, auch Freiwillige zu senden in die Ukraine, um den ukrainischen Volk zu unterstützen. Aber selbstverständlich. Das kriegen wir doch. Das kriegen wir doch hin. Also, dem würde ich gerne nachkommen. Leider. Ich möchte den japanischen Präsidenten bitte einmal mit zu der Konferenz dazu holen. Einverstanden. Auf der Stelle bitte. Fahren Sie fort, Herr Österreich. Leider befinde ich mich in einem Bündnis mit dem deutschen Kaiser und kann deswegen leider keine Freiwilligen in ein Land entsenden, das Krieg führt gegen meine Verbündeten. Es gibt eine Lösung für dieses Problem. Natürlich, eine politische, an einem Konferenztisch stattfindende Lösung ist natürlich, etwaigen Soforthandlungen immer wieder vorzuziehen. Ich würde in diesem Fall, also ich als weiser und großherziger Maharaja würde in diesem Fall tatsächlich, oh mein Gott, Volksrepublik Japan ist die sofortige Lösung bevorzugen.
glaube, unter diesen Umständen verweile ich zeitweise im Schoß des großartigen deutschen Kaiserreiches, das anscheinend mit der Sowjetunion paktiert hinter meinem Rücken und sich gerade eben mit Japan verbündet hat. Nun gut, Japan, das kam nicht überraschend. Ich als Kaiser habe das natürlich schon vorhergesehen.